So, dann gehen wir jetzt unser praktisch, also unser ganzes Zeug praktisch einladen. Und also, das kann alles weg. Und jetzt gucken wir mal, ob der Bankier für uns praktisch offen hat. Ach nein, ist jetzt Nacht, gell? Irr. Aber den Bankier, den wir letztes Mal gekauft haben, oder freigeschaltet haben, besser gesagt, wir haben ihn ja nicht gekauft, wir haben ihn angestellt, ne? Und der hat morgen für uns Zeit, so wie es aussieht. Und mit unseren 20.000, die wir momentan an Kapital haben, 200.000, Entschuldigung, können wir sogar unseren Laden erweitern. Auf zwei Vitrinenplätze. Diese Ladenerweiterung fügt einen Assistenten zusätzliche Vitrinen und Dekorationsplätze ein. Und ich glaube, das ist echt nicht verkehrt. Denn auf der einen Seite kann ich sagen, klar, ich habe vielleicht nicht so viele Items, dass es sich immer lohnt, die alle zu verkaufen. Oder dass ich das praktisch alles vollstellen kann, weil ich jetzt noch mehr Plätze habe. Aber mit einem Assistenten, ja, ein Assistent klingt ziemlich geil. Und wenn ich nicht nur einen Assistenten habe, sondern auch noch, was hat denn der da jetzt? Ah, der hat wahrscheinlich eine neue Dekoration. Und mehr Dekoration setzen kann, weil mehr Dekoration heißt immer, mehr Geld. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich habe mich wirklich angestrengt. Ich guck direkt mal rein. Vielen Dank. Das sieht doch sehr gut aus. Also von außen immer noch gleich wie immer, aber hey. Bam! Nicer Shop. Nice. Ja, das sieht super geil aus. Und wir können hier... Wir können jetzt vier... Oh Gott, wir können vier davon hinstellen. Machen wir Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Auch nochmal 10% Trinkgeld. Boah. Was wir hier für Cash machen. Gehen wir doch direkt nochmal neue Trinkgeldbehälter kaufen oder so. Irgendwas auf jeden Fall. Ah, der Mann hat gerade zu. Ach. Ach. Dann machen wir jetzt einen Run durch den neuen Dungeon. Unseren ersten Run. In neuer Umgebung praktisch gesehen. Und danach können wir mal gucken, ob wir einmal unser Geld anlegen können. Wir haben noch 90.000. Wenn wir morgen zu dem Magier können. Und des Weiteren können wir gucken, was wir für neue Dekorationen kaufen können. Wüsten-Dungeon nur für Helden. Und dann sind wir jetzt wohl ein Held. Wenn wir es schon in den Wüsten-Dungeon schaffen. Wir müssen da ja für 5 entflammbare Flüssigkeiten besorgen. Für diesen einen Herrn. Und wenn wir das haben, dann steht uns die Möglichkeit offen, nochmal mehr Geld reinzukriegen. Zack. Was auch immer du bist, du siehst creepy aus. So creepy, dass du lieber direkt kaputt gehst. So, Nummer 1. Eine Quelle, da sind wir direkt richtig sogar. So, den haben wir kaputt. Mit direkt ein paar spannenden Items. So, ist es einfach nur so, dass die Leute hier jetzt alle mir keinen Schaden machen wollen, oder? Wenn ja, sieht das bisher nach einem guten Dungeon aus. Aber die Kugel sieht böse aus. Aber auch irgendwie verdammt cool. Zack. Komm her. Oh man. So, okay, das haben wir jetzt. Oh man, der zaubert sich weg. Komm her. Zack. Dich haben wir jetzt auch. Und jetzt nochmal eine Kugel. Brauchen wir noch einen Hit. Perfekt. Und wir haben erstaunlich bisher isolierten Sand. Den brauchen wir für irgendwas. Und wir haben noch keine von diesen magischen Werkzeugen. Das klingt cool. Wir haben aber noch keins von diesem komischen entflammbaren Flüssigkeit. Gucken wir doch direkt mal in die zweite Ebene. Wenn wir jetzt schon gerade so gut vorbeikommen. Das sah cool aus. Mit den Flammen, die da hochkommen. Wüsten-Dungeon Nummer 2. Wow! Okay, das war krass. Aber den haben wir auch geschafft. Und den auch. Okay, der Stein ist krass, aber ich habe seine Mechanik, glaube ich, verstanden. Wir sind schon wieder richtig. Ja, komm, direkt zum Boss, oder? Wenn wir schon so gut dabei sind. Oh, Nummer 1. Ja. Hoppala. Komm her. Uah, da bin ich gerade durchs Feuer gerollt. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Nur weil ich vergessen habe, den Heilpotion zu drücken. Ich hatte es ja geschafft. Guck mal, der sieht voll cool aus. Ich hatte es ja geschafft. Ich habe nur vergessen zu drücken. Weil ich dachte, das wäre so...
Das wäre einfacher. Manu. Aber hey, es ist Tag. Und deswegen tun wir uns jetzt mal keinen Zwang an, dass wir sagen, ist jetzt doof. Sondern weil es Tag ist, können wir sagen, wir probieren direkt was Neues aus. Und gehen zum Assistenten, also zum Bankier. Und können mal gucken, wie unser Assistent aussieht. Und können gucken, ob wir Rüstung herstellen können. Nee, wir wollen erst zum Bankier. Ich will erst wissen, was der mit meinem Geld machen kann. Ich fand einfach jetzt Rezept beim Experimentieren mit Wüsten-Dungeon-Ressourcen. Okay. Okay, hi. Was hast du? Bankier, ich kann investieren in dich. Ich investiere mal 20.000. So, auswählen. Gut, dann lass mich mal machen. Katsching. Morgen beginne ich mit dem Geldtransfer. Okay, und morgen macht er dann aus meinem Geld mehr Geld, sehe ich das richtig? Das ist jedenfalls, was ich hoffe. Dann investiere ich auch gerne noch mehr. Willst du Kunden mit einer Dekoration beeindrucken? Ja, möchte ich. Wartezeit der Besucherwarteschlange. Verlängert die Öffnungszeiten. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Maximale Anzahl Besucher. Hier. Oh man. Scheinbar gar keine Dekoration mehr, die... Verzögert den Liefertermin von Shopanfang um 1. Das ist geil. Verlängert die Öffnungszeiten. Ach. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich würde eigentlich das hier machen. Weil ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ich bin jetzt schon wieder hinten dran, 1. Also ich kann ja dem einen Besucher gerade gar nichts geben, weil, das ist mein Assistent. Du, heute ist leider nicht. Hängt das irgendwo schon? Kann ich das jetzt alles kaufen und es wird einfach irgendwo platziert? Sehe ich das gerade richtig? Wir machen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal auf großes Ladenshopping. Dann haben wir weniger zu tun. Einfach nur, weil, warum nicht? Wir können es uns gerade leisten. Dann kann man auch mal fett shoppen gehen, oder? So, das eine müsste ich wahrscheinlich, das eine oder andere muss ich wahrscheinlich platzieren. Und der Rest hängt jetzt irgendwo, oder wie? Das ist meine Hoffnung. Hängt hier irgendwo irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Nein! Die drei Sachen kann ich noch platzieren. Die Öffnungszeiten. Öffnungszeiten. Und Diebstahl. Ja, und... Und wo sind die anderen Sachen? Sind die an der Wand schon? Ich sehe den Golem im Brunnen zum Beispiel gar nicht. Weniger Diebe sind eigentlich geil, oder? Guck mal, oder ist das hier? Ach, nein, okay. Ah, da sind noch weitere Plätze für irgendwas anderes. Okay, okay, okay. Mehr Trinkgeld ist immer gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und da unten sind auch noch Plätze dafür. Das wollen wir noch haben. Das wollen wir haben. Und das wollen wir haben. Das mit den Dieben nehme ich mal so hin. Damit kann ich, denke ich, leben und umgehen. So, dennoch werden wir jetzt... Ach, haben wir jetzt viele Truhen, ist das nicht schön? Zack, das alles einlagern. Wir haben jetzt einen super geilen Shop und der geht immer noch eins größer. Haha. Du, ich hätte gern... Ach, 90.000, aber ich kann es schon herstellen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Und das auch. Leute, das sieht sehr gut aus für mich gerade. Es sieht sogar so gut aus, dass wir nochmal einen Run in den Dungeon reinmachen. Den einen habe ich noch nicht verstanden, was ich bei dem machen kann. Materialien kaufen, klar, aber inwiefern die sich lohnen, rentieren, whatever, ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt nochmal in diesen Dungeon. Und der hat gut funktioniert, ich weiß es. Ich weiß noch nicht, was da gerade, was ich mir gedacht habe oder warum ich das so gemacht habe, dass es am Ende dann doch nicht geklappt hat. Ich habe keine Ahnung, aber es hätte eigentlich gut funktioniert. Und das weiß ich und deswegen kriegen wir das jetzt hin. Jedenfalls eine Ebene und ein bisschen Blut zu sammeln. Zack. So, den haben wir. Oder ging es auch gerade in zwei Richtungen weiter?
So, ich weiß nicht, inwiefern das noch nachbrennt, wenn man da... Oh, hat er gerade den geschuckt auf mich? Auch cool. Okay, den haben wir auch. Und genug Stein für unsere Rüstung. Oh, was Neues zu lesen. Yeah. Eine Sache ist klar. Diese Dungeons wurden so entworfen, dass man sie plündern kann. Aber es gibt eine Anomalie im System, die dem entgegenwirkt. Die Wachen. Sie handeln selbstständig ohne eine Hand, die sie führt. Ihre einzige Aufgabe ist es, den Schutz der Schätze im Dungeon. Was dem Sinn und Zweck des Dungeons widerspricht. Ich schätze, was auch immer die Wachen hier platziert, ist unabhängig von dem, was die Dungeons erschafft. Okay. Coole Schlussfolgerung, by the way. Klingt interessant. Kann ich aber, ich weiß nicht, inwiefern ich da zustimmen oder das verneinen kann. Weil so gut kenne ich die Dungeons dann doch noch nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, wie die funktionieren. Sofern sie mich mal treffen. Hua! Er versucht es zumindest. Da ist auch ein Tech-Dungeon, sehe ich gerade. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Gucken wir doch mal. Interessantes Zeug. Oh, und wir haben zwei von den Dingern schon jetzt. Aber wir haben sowieso die Zeit verstrichen, oder? Nein, die Zeit ist noch da. Wir müssen noch drei davon besorgen. Entflammbare Flüssigkeiten. Okay. Interessante Tech-Dungeon. Sieht aber geil aus. Oh, der hat mich getroffen. Oh, Mist. Okay, er macht Schaden. Wenn er trifft, macht er ganz schön viel Schaden. Bis er trifft, ist dann wieder eine andere Sache. Das tausche ich mal jetzt damit. Weil das interessant aussieht. Okay, hier können wir... Ah, die Steine können wir kaputt machen. Schauen wir nochmal. Nichts Spannendes, okay. Gut, eine Erkundung war es wert. Dann haben wir die Seite vom Dungeon jetzt abgeschlossen. Dann geht es auf die andere Seite. Und die andere Seite ist da, wo es weitergehen sollte. Wir müssen jetzt praktisch zwei Dungeon Runs machen. Weil wir jetzt einmal tagsüber rein sind. Und, so, den haben wir. Und praktisch bei Nacht können wir ja nicht verkaufen im Shop, deswegen nochmal einen Dungeon Run. So jedenfalls der Plan. Aktuell. Aktuell ist so der Plan. So. Ja, damit. Usch. Alter, okay, das ist ein krasser Würfel. Das ist echt ein krasser Würfel. Der sogar noch ganz schön viel Schaden macht. Da dachte ich kurz, er hat mich wieder erledigt. Oder er erledigt mich. Glücklicherweise hat er das nicht getan. Aber ich sehe schon, die Steine sind stärker. Die Steine sind definitiv stärker. So stark, dass sie mir vielleicht sogar Angst machen. So, hier aus dem Dungeon rauszukommen, kostet allein 18.000, what the fuck. Das heißt, der Dungeon muss auch dementsprechend viel Geld bringen. So jedenfalls meine Vermutung. Vielleicht eine clevere Schlussfolgerung, vielleicht auch nicht. Oh, den haben wir. Immer gut wieder diese Stoffreste. Wir brauchen aber mehr Geld, dass wir damit auch wirklich was anfangen können. Wow. Okay. Den kriegen wir da auch den Stein. Zack. Stein Nummer uno. Und Stein Nummer dos auch noch. Zack. Er wollte da gerade über uns rollen. Die gerade hat er danach praktisch gerufen. Und dann haben wir ihn vorher noch ausgeschaltet. Das war gut. Okay, cool. Nice. Wir haben noch mehr von der entflammbaren Flüssigkeit. Genau das, was wir praktisch gerade suchen. So. Ah, okay. Die sind doch ganz schön stark, wenn die einen treffen. Und die können dann auch auf der Nähe treffen. Also nicht zu nah ran, praktisch. Puh, langsam wird's anstrengend. Was das Nachdenken und Attacken merken und sowas angeht. Okay, den kriegen wir auch noch down. Zack.
Schön ohne Loot. Schade. Dann geht es jetzt ab nach oben. Und in den zweiten Weg rein. Wir nehmen mal den oberen diesmal. Der hoffentlich der richtige ist. Okay. Okay, vielleicht war es nicht der richtige Weg. Komm schon. Schön. Okay, das war nichts, aber... Wir gehen hier raus. Wir haben keine Heiltränke gerade mehr. Wir verschwinden. Wir verschwinden und lagern unser Zeug ein und kommen nochmal wieder. Ja. So viel vielleicht. Aber jetzt erstmal raus hier. Raus und einlagern meines guten Zeugs. Das wir dann, by the way, auch direkt in eine neue Truhe machen. Dass wir es eben separiert haben. Und wir haben jetzt nochmal Zeit, mehr um die entflammbare Flüssigkeit für unseren netten Herrn zu besorgen.